Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute zeige ich euch einen ganz einfachen, easy Solo Money Glitch. Also, ob das Solo ist, kann man so gar nicht sagen. Ja, man kann ihn Solo natürlich machen, aber es ist eigentlich bei diesem Glitch besser, einen Freund dabei zu haben. Ich habe diese ganzen Easys hier alle in Solo gemacht. Hat ein bisschen gedauert, bis ich den perfekten Server gefunden habe, muss ich ehrlich sagen. Aber was ich auch noch sagen muss, ich weiß, es ist lang kein Video rausgekommen. Aber Leute, ich bin wieder back und ich bin bereit, wieder durchzuziehen, schöne Money Glitches zu droppen. Nur für euch, meine lieben Freunde. Und wieder anzufangen zu streamen, Autos zu verschenken, etc. Ja, das war damals eine sehr wilde Zeit, das war vor 11 Monaten, nicht mein Jahr. Hätte ich mal in dieser Zeit weitergemacht, weiter gestreamt, dies, das, Leute, das wäre sehr schlau gewesen. Aber ich habe es nicht gemacht und ja, das ist jetzt egal. Also, alles, was ihr dafür braucht, ist einmal auf ganz entspannt. Jetzt hätte ich angerufen, verdammte Scheiße. So, eine Autowerkstatt, die voll sein muss. Ich habe die jetzt einfach voll mit LEDs gepackt. Dann noch einen MOC und ja, das war schon eigentlich. Im MOC muss ein Elegy sein und ihr braucht diesen Outfit. Ich habe mich jetzt schon verglitscht, aber ich werde gleich trotzdem nochmal zeigen, wie man sich so verglitscht, dass man hier diesen Effekt bekommt. Und ja, ich würde sagen, starten wir. So Leute, diesen Outfit, das ich gerade benutze, könnt ihr ganz einfach hier in diesen Laden, naja, ich habe ihn jetzt nicht da gekauft, ich habe den eher hier in so einen Laden gekauft, und zwar von den Ponzo und Biss. Ich weiß nicht, ob es die in diesen Laden da auch gibt. Da müsst ihr einfach zur Kasse gehen, mit der guten Frau sprechen. Also ihr geht zur Kasse, dann ja, spricht ihr mit der guten Frau, sagt einmal guten Tag. Dann drückt ihr von rechts halt und geht weiter runter. Da steht dann Schwimmausrüstung oder sowas ähnliches. Da holt euch einfach ein Outfit, speichert den ab. Hier könnt ihr das sehen. Ich habe den, ja, erstmal kurz Menschen wechseln. Schön, damit ich wieder normal bin. Hier könnt ihr es sehen, schwimmen. So Leute, dann müsst ihr euch hier dieses Menü bereithalten. Ihr geht hier auf ein anderes, ich nehme es einfach bunt. Dann müsst ihr ins Wasser springen und wenn euer Schlauch, Atemgerät, wie auch immer das heißt, spawnt, also dass ihr, wenn ihr das anhabt, sofort X-Spam. Ja, und der Glitch hat funktioniert, Leute, wenn ihr nicht euch verändert in euren anderen Outfit halt. Das Ganze machen wir jetzt ins Wasser. X-Spam. So, ihr habt gesehen, ich habe mich nicht verändert. Dann können wir ganz einfach wieder rausgehen. So Leute, dann geht ihr hier einfach auf SecuSurf Verwaltung Stil und dann müsst ihr einfach rechts links machen. Wenn ihr dann so aussieht wie ich, habt ihr alles richtig gemacht. Also wenn ihr dann hier jedes Mal diese Teile da auf den Boden wirft, habt ihr alles richtig gemacht. Vorne sieht auch ein bisschen verbuggt dann aus, der gute Herr. Dann geht ihr direkt wieder zurück zu euren MOC. Wenn ihr wieder bei euren MOC seid, geht ihr jetzt ganz einfach rein und holt euren LEG da raus. Wenn ihr dann gespawnt seid, fährt ihr zu eurer Autowerkstatt hin, die voll sein muss. Ihr müsst außerdem bei euch Granaten haben, das heißt, packt euch schon mal die Granaten direkt raus. Fahrt hier hin, ja, schmeißt eine Granate, fährt hin und drückt Pause. Und dann in die Map rein. So, wenn ihr stirbt, dass hier genau das passiert, was ihr gerade gesehen habt. Wenn ihr dann hier wieder draußen spawnt, dann habt ihr alles richtig gemacht. Dann geht ihr ganz einfach hier auf Kontakte, Mechaniker, holt das Auto, was ihr duken wollt, holt euer Handy raus, steigt direkt in der linken Seite ein. Könnt jetzt hier fahren. Ja, einmal hier, dies. Dann könnt ihr euch jetzt einfach hier hinstellen, wartet mal ein paar Sekunden ab. So, ich würde sagen, 5 Sekunden einfach abwarten. Drückt Kreis, Pfeil rechts und direkt X durchspammen. Normalerweise müsst ihr dann anfangen zu flaggeln. Also, wenn ihr dann hier drin spawnt, alles richtig gemacht. Dann holt ihr nur noch hier die Türen auf. Ja, dann holt ihr nur noch, ne, genau. Ihr macht hier auf jeden Fall hier erstmal dann die Türen auf. Geht dann hier auf den Verwaltungsstil und jetzt müsst ihr durchgehend spawnen. Diese ganzen Sachen. Ja, mehr nicht. Ja, ein bisschen schneller. So aussieht, na, wieder einmal Dreieck. Nein. So, wieder aussteigen. Jetzt müsst ihr ganz genau gucken, dass sich das Auto nicht bewegt. Wenn sich das Auto bewegt, dann ja, kann es passieren, dass der verdammt reinscheißt. Geht wieder ein bisschen hier. So.
Ja, das müsste jetzt reichen. Hin, Dreieck und X gleichzeitig. Ihr habt gesehen, ich bin im Auto gespawnt. Batz, ich bin draußen gespawnt. Und das war jetzt auch der ganze Glitch. Mehr gibt es da nicht zu machen. Es wird aber empfohlen, jedes Mal ein. Ja, jetzt kommt hier eigentlich. Ja, komm. Ist alles richtig, ne? Ja, alles richtig. Also es wird auf jeden Fall empfohlen, dass ihr jedes Mal einen neuen Server sucht, weil ihr ja hier so verglitscht seid. Dann einfach nochmal Stil wechseln und zu einem normalen Stil machen, bevor ihr den Glitch wieder macht. Ihr könnt das Ganze, wenn ihr wollt, auch in dieser Lobby machen, aber ja, ich glaube, ich müsste sogar einfach, wenn ich Stil wechsle, entglitscht sein. Ja, dann macht einfach den Stil neu oder bleibt so. Es wird auf jeden Fall eigentlich empfohlen, immer neuen Server reinzugehen. Das war es auf jeden Fall auch mit diesem Money Glitch. Der geht relativ schnell, ist aber schon seit ein paar Tagen draußen, seit 3, 4, 5 Tagen. Hoffentlich funktioniert noch, wenn ich das hochlade. Wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Haut rein und ciao.